Ja, da sind wir beim Ursprungsdumpf oder Kesseldumpf. Das ist mein persönlicher Kraftplatz. Das hat sich zu meiner Energietankstelle herauskristallisiert. Und zwar bin ich das erste Mal zufällig hergekommen, wie ich da im Wald unterwegs war, um das Gelände zu erkunden, weil ich die Seite des Berges nicht gekannt habe. Aber ich habe gewusst, ich fange am Feuerberg zum Arbeiten an. Und dann bin ich mal ziemlich müde und erschöpft aus dem Wald zufällig zu diesem Tümpel hergekommen. Dann habe ich mich in die Sonne gesetzt und auf einmal habe ich gemerkt, der Platz tut mir wirklich gut. Die Berge sind einfach für mich so eine Art Refugium, loslassen können, genießen, Ruhe, einfach nur gut gehen. Und das Glück ist halt, dadurch, dass ich das mit den Gästen im Hotel mache, dass ich eigentlich meine Hoppe in dem Sinn teilweise zum Beruf gemacht habe. Das bereitet einfach irrsinnig viel Spaß, den Gästen unsere schöne Landschaft zu zeigen. Und ein bisschen was zu vermitteln, unter Umständen das Gefühl für die Natur ein bisschen zu wecken. Und das ist immer irrsinnig eine Belohnung fast, wenn man dann sieht, wie denen auch das Herz aufgeht und wie gern sie es machen und wie sehr sie es genießen.